Digga, Iron Man ist doch einfach OP. Achso, das war erst eine von vier Wellen. Ich bin ruhig. Da ist er wieder. Oh, ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Junge, verpiss dich. Achten Sie auf den Signaldetektor, um den Shield-Bunker zu finden. Ja, weiß ich doch selber. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Marvel's Avengers auf dem PC, Folge 11. So, hier war das mal stehen geblieben. So, jetzt müssen wir dem hier folgen erstmal. Hier lang, ja. Ah, die Mission jedenfalls weiter. Müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt auch beenden. Siehst du was? Nein. Ja, hier, hallo. Ja, Digga, 7 Meter. Hier? Aha. Gemacht. Hoffentlich ist das neurale Uplink darin. Wir werden dich ganz schnell wiederherstellen, Jarvis. Danke. Eine Existenz ohne sofortigen Zugriff auf sämtliche Informationen des bekannten Universums ist recht unangenehm. Ja, toll. Ja, schon belastend als Supercomputer, wenn man nichts mehr weiß, hä? Naja, gut. Okay, gucken wir mal. Wie fühlt sich das an? Also, so ohne Uplink. Ist das wie Gedächtnisverlust? Ich weiß nicht, was das menschliche Äquivalent ist. Vielleicht, wenn man aus der Bibliothek ausgesperrt wird. Oh, wie wenn Ami das WLAN ausschaltet. Ungefähr. Ja, bist du belastend, ne? Ah ja. Recht herzlichen Dank. Wow. Sieh dir das alles an. Dann suchen wir jetzt mal. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Die würde ich natürlich gerne finden. Wo denn? Ist nichts. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Digga, willst du mich verarschen? Mach ich doch, aber jetzt nicht. Ach da. Oh, ist aber wirklich jede Menge Zeug. Vergleiche momentan ausgerüstete und markierte Ausrüstung, mit denen du eh hältst. Okay. Brauchen wir nicht. Zerlegen. Müssen wir ein bisschen aufräumen jetzt hier. Sonst können wir keine neuen mehr sammeln, die dann vielleicht irgendwann mal besser sind. Was brauchen wir Level 6, wenn wir Level 10 haben? So. Und dann mal rein.
Das neurale Uplink ist in der Nähe. Cool. Oh, wow. Was passiert hier? Wir haben möglicherweise ein geheimes Shield-Sicherheitssystem ausgelöst. Avenger geortet. Hallo, Avengers. Ist noch eine her? Nick Fury. Wenn ihr das hört, hat sich das Schlimmste ereignet. Ich bin nicht mehr da und brauche euch jetzt mehr als je zuvor. Ich wusste, dass Shield fallen kann und sorgte dafür, dass es sich wieder erheben kann. Das sind die Shield-Protokolle. Shield sollte die Welt beschützen. In Zeiten wie diesen, in denen die Hoffnung schwindet, müssen wir besonders standhaft sein. Tut mir bitte einen Gefallen. Übergebt die Protokolle einem der verbliebenen Subdirektoren. Damit können sie Shield wieder aufbauen. Viel Glück, Avengers. Fury Ende. Das war Direktor Fury. Also, Shield-Direktor Fury. Die Protokolle, von denen er gesprochen hat, müssen da drin sein. Alter, was eine Schatzkiste hier, ist ja unglaublich. Muss mal alles looten natürlich. Ach, sieht aber besonders schlimm aus hier. Ja, auch alles Kackkisten. Na gut, also her mit den Protokollen. Sie müssen ihnen gefolgt sein. Schützen Sie das Uplink. Ich kann die Protokolle auf einen sicheren Server hochladen. Wir müssen diese Daten wieder zur Chimera bringen. Können wir sie aufhalten? Na klar, Digga. Ja, gut, ist jetzt belastend. Warts. Digga, mit deinen 5% Leben, du kriegst einen Stein reingedrückt. Boah. Wow, ist ja wieder ein richtiges Kampffeld. Alle Ziele besiegen. Okay, dann haben wir erstmal hier wieder ein bisschen zu tun. Aber Hauptsache, die tauchen einfach aus dem Nix auf. Oh, sie hat sich verwandelt. Ja, Digga, du kriegst hier meine volle Energie rein, Alter. Digga, was machen die ganze Zeit hier? Oh, shit, das ist jetzt mich belastend. Ich könnte Leben gebrauchen. Sind sicher. Und wir haben deinen Uplink. Gut gemacht, Hulk. Gamma High Five. Nichts wie weg hier. Mission abgeschlossen. Ohne Links kein Voran. Stufe 5. Schön. Das ging ja sogar noch voll klar. Wow. Direktor Fury. Das war mehr, als wir erwartet hatten, oder, Jarvis? Wir bringen das besser zurück zur Chimera. Berechne jetzt Kurs. Okay. Diese Option auswählen, um das aktuelle Einsatzteam zu verlassen und automatisch die nächste Kampagnenmission zu laden. Ja. Kampagne fortsetzen. Die Chimera. Kampagnenmission. Eins von zwei Einsatzmitgliedern. Angesichts der erfolgreichen Installation des neuralen Uplinks habe ich jetzt vollen Zugriff auf meine Datenbank.
Direktor Hill analysiert die Shield-Protokolle, die sie ebenfalls geborgen haben. Geht's dir besser, Jarvis? Es scheint alles wieder zu funktionieren. Sie ahnen nicht, wie viel das für mich bedeutet. Für Shield. Danke, Bruce. Dir auch, Kamala. Damit kann ich Shield ernsthaft wieder aufbauen. Falls Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie mich. Wir werden uns jetzt sicher wieder öfter sehen. Ich freue mich darauf, Direktor. Soll ich jetzt salutieren oder so? Nicht nötig. Viel Glück Ihnen beiden. Jarvis, kannst du uns zu Tony bringen? Das wird zwar etwas dauern, aber ich denke, ich kann Mr. Stark finden. Bis dahin habe ich im Harmraum etwas entdeckt, das für Miss Khan von Interesse sein könnte. Und was soll das sein? Die holographische augmentierte Realitätsmaschine. Etwas, womit die Avengers trainieren. Wow, klingt ja abgefahren. Ich muss Sie allerdings warnen, das System ist ein wenig chaotisch. Ist das sicher? Nur 0,0001% Verletzungsrisiko. Okay, ich vertraue dir mal. Gehen Sie durch die Crewquartiere. Der Harmraum ist im unteren Stockwerk der Hangarbucht. Danke, Jarvis. Harmraum freigeschaltet. Der Harmraum, die holographische augmentierte Realitätsmaschine, ist nun verfügbar. Verwende den Harmraum, um Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Helden in einer simulierten Kampfumgebung zu trainieren. Den Harmraum im Hangar testen. Okay, na gut. Machen wir das halt. Bin mal gespannt. Eine virtuelle Simulationsumgebung für Kampftraining. Greifen wir mal durch die Kamera. Betreten den Raum. Natürlich kann ich da nicht drüber springen. Wir müssen da natürlich wunderschön außen rum. Ach, hier. Nordwesten. Was Sie soeben sahen, waren unscharfe Aufnahmen eines älteren Handys. Aber dennoch ist der Inhalt klar. Der unglaubliche Hulk sorgt irgendwo im pazifischen Nordwesten für Chaos. Herkunft ist eine anonyme Quelle, die in ihrem Zelt durch Schüsse, Schreie und ein eindeutiges Brüllen geweckt wurde. Die Person näherte sich vorsichtig und filmte exklusiv, wie der grüne Goliath offensichtlich irgendwelche bewaffneten Soldaten bekämpfte. Wir wissen, dass dieses Gebiet in der Nähe eines alten Archivs von Stark Industries liegt. Die Frage dazu muss heute lauten, bedeutet das die Rückkehr der Avengers? Und falls ja, kehrt dann das Zeitalter der Helden zurück? Oder der Schrecken des A-Days? Ach, Scheißpresser. Zwei Getränkeautomaten? Der zweite wurde auf Mr. Odinsons Wunsch aufgestellt. Früher war da ein Schild. Okay, ja, klar. Wir machen jetzt zwar richtig wichtige Missionen und so, aber das natürlich. Ach so, ja, hier ist dann der... Hier haben die Avengers abgehangen. Ob's da drin noch Limo gibt? Wahrscheinlich abgestanden nach 5 Jahren. Belastend, ja? Alles wieder sehr belastend. So, das hier ist der richtige, ja? Oh, ja. Kaum zu glauben, dass das alles real ist. Ein Flug im Quinjet zu einer Geheimbasis von S.H.I.E.L.D. Oh, und dann Nick Fury. Und jetzt rede ich mit Jarvis und bin völlig aus dem Häuschen. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen, Miss Khan. Hm. Okay, okay, wo geht's hier runter? Hallo? Da hinten. Ja. Ah, hier halt runter. So, wo ist denn der jetzt? Ach da. Nein, das ist ja hier auch ein Labyrinth, ey. Alter. Hier? Da. Konsole benutzen, um den Harmraum zu aktivieren. So. Welche Konsole? Da drinnen. Ah, da. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert? Bereit. Fahre hoch.
Der Harmraum. Willkommen in der holographischen augmentierten Realitätsmaschine. Dem Harmraum. Der Harmraum ist eine Kampftrainingssimulation für die Avengers, um ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten zu trainieren und zu perfektionieren. Wow! Was? Willkommen in der holographischen augmentierten Realitätsmaschine. Oh, ich bin Iron Man! In der Tat. Ich habe Mr. Starks alten Kampfsimulator geladen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Ich bin Iron Man! Ha! Kommt her, ihr virtuellen Schurken! Angreifen. Ja, alles klar. Ja, er schießt halt einfach, ne? Also, ich meine, Fernkampf ideal, ne? Der kann ja auch fliegen, also ich meine... Ausweichen. Drücke linke Steuerung, während du WSD hältst, um feindlichen Angreifern auszuweichen. Ausweichen funktioniert in und außerhalb von Kämpfen. Bestimme mit die Richtung. Ja, das weiß ich auch so. Ach, ich kann nicht kämpfen. Das ist ja schön. Oh. Überspringen. Drücke linke Steuerung in Richtung eines Gegners. Linke Steuerung und in Richtung eines Gegners. Okay, ja. Zu halten. Naja. Das wird reichen, denke ich. Gut gemacht. Okay. Nicht drücken, sondern halten. Na gut. Kontern. Blaue und gelbe Angriffsindikatoren weisen auf kommende Angriffe hin. Drücke Q, um Angriffe zu kontern. Lernen wir die Iron Man Steuerung oder was? Intrinsische Energie. Defensive Fähigkeiten werden durch die intrinsische Energie eines Helden begrenzt. Der Einsatz einer defensiven Fähigkeit verbraucht Energie, die sich im Laufe der Zeit oder durch Offensivaktionen wieder füllt. Du verbrauchst Energie, wenn du konterst. Ja. Ich muss nicht kontern, ich mach sie einfach so fertig. Okay, jetzt geht's hier also erst richtig zur Sache, ja? Das wird reichen, denke ich. Gut gemacht. Ich wollte doch gerade erst anfangen. Heldenflug. Einige Helden können schweben und fliegen. Halte am Boden Leertaste, um aufzusteigen. Helden schweben automatisch an einer Stelle, wenn sie in der Luft warten oder zielen. Linkes Steuerung, um herabzusinken. Linkes Umschalt, um Fliegen ein- und auszuschalten. Benutze beim Fliegen die Maus, um zu steuern. Und die Maustaste, um zu schießen. Na gut. Wenn du möchtest, kannst du im Einstellungsmenü die Steuerung der Y-Achse invertieren. Nö, das machen wir mal nicht. Ausweichen in der Luft. Es ist ferner standardmäßig nur im Kampf möglich, Angriffen zu entgehen. Um diese Option ein- oder auszuschalten, öffne das Einstellungsmenü. Das brauche ich ja nicht.
angreifende Welle besiegen. Ach, so geil. Ja, Iron Man ist doch einfach OP. Achso, das war erst eine von vier Wellen. Ich bin ruhig. Da ist er wieder. Oh, ja. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Glückwunsch zum Abschluss einer Kampftrainingssimulation der holographischen augmentierten Realitätsmaschine. Schwierige Herausforderungen wurden freigeschaltet und sind am Einsatztisch verfügbar. Wähle den Helicarrier am Einsatztisch, um neue Herausforderungen anzusehen und anzunehmen. Na gut. Es ist vorbei? Nochmal bitte! Gut, aber ich glaube, ich habe Mr. Stark geortet. Oh, ich komme! Mr. Starks letzter bekannter Aufenthaltsort ist sein Familienanwesen, Golden Acres. Dort finden Sie bestimmt Hinweise darauf, wo er ist. Wir werden gehört. Er will wirklich nicht gefunden werden. In der Tat. Das Anwesen liegt abgelegen in dem Abend. Ich gebe Ihnen die exakten Koordinaten. Öffne mit Tab den Einsatzziele-Bildschirm. Aber vorher, ich würde erstmal sagen, das war's wieder für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann hier ganz schön mit der Story weiter. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.